Hallo und herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Top 3 Video. Und dieses Mal haben wir unseren liebsten Schmuck mitgebracht, also den Schmuck, den wir häufig oder fast immer tragen. Oder den wir besonders gerne mögen. Genau, bei mir so, bei dir so. Haben wir beide unterschiedlich interpretiert. Und das zeigen wir euch jetzt in groß. So, ich fange mal an und ich beginne mit diesem Armband hier. Das habe ich noch relativ neu, also noch kein Jahr. Hattest du das zum Geburtstag bekommen, richtig? Ja, genau. Ich erinnere mich. Das hatte ich auch mal bei Instagram gepostet. Das hat eben hier vorne diesen Schlüssel in Roségold und ist sonst aus so einem hellen Leder. So häufig trage ich es eigentlich auch nicht. Ich finde immer nicht so richtig die Gelegenheit, aber ich finde das so schön. Und deswegen gehört das auch einfach mit zu meinen Favoriten. Es ist von Fossil. Ja. Kann man hier dann einfach so öffnen und kann das auch dann verstellen in etwas breiter und etwas schmaler. Das ist mein erstes. Ja, dann mache ich auch direkt mit dem Armband weiter. Ich habe hier einen Skarabäus. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch den. Das sind so Glücksbringer aus Ägypten. Das sind so kleine Käfer. In Blau meistens und den trage ich eigentlich immer und ich habe den an so einem langen Lederband. Ich trage den entweder als Kette oder als Armband. Meistens trage ich ihn momentan als Armband und ich habe das so geknotet, dass man das ganze Lederband verstellen kann. Das ist komplett flexibel hier mit den beiden Knoten. Also ich kann das so oft tragen, wie ich möchte. Also so oft um das Handgelenk oder den Hals gewickelt, wie es halt passt mit der entsprechenden Größe. Ja, und den habe ich schon super lange und den trage ich also wie gesagt eigentlich immer. So, als nächstes habe ich zwei Paar Ohrringe. Ich trage nämlich sehr, sehr gerne Ohrringe. Die wechsle ich auch jeden Tag. Und ich habe auch ganz viele. Deswegen habe ich jetzt hier nur exemplarisch zwei mitgebracht. Und ich fange mal mit denen an. Die sind in so einem Ethno-Look. Ich mag total gerne bunte Farben. Und deswegen habe ich die mitgebracht. Die haben so schönes Rot und Pink und Grün. Die Kombination bisschen, ist sehr schön, der Farben. Bisschen so ein Bronze. Ton dahinter und die sind sehr auffällig, aber die sind auch wirklich, wenn man sie in den Ohren hat und zum Beispiel ein bisschen Wind geht, ja klar, wenn ein bisschen Wind geht, dann stören die auch ein bisschen. Ich dachte gerade, du meintest das Gewicht, aber vom Gewicht her gehen sie eigentlich. Schwer sind sie nicht unbedingt, aber die finde ich eben vom Muster total schön und die trage ich dann eben, wenn ich so sowas Buntes anhabe noch als oder was Schlichtes, dann was so als bunten Eyecatcher dazu. Also ja, gefallen mir sehr gut. Ich mag die Kombination von dem Bärenton und dem Pink sehr gerne. So, ich mache auch mit meinen Ohrringen weiter. Die sind relativ klein, die fallen mir schon wieder aus der Hand. Ich trage die jeden Tag. Ich bin ganz einfach bei meinem Schmuck eigentlich. Das sind Edelsteine, beziehungsweise ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Edelsteine oder Halbedelsteine sind. Das sind Tigeraugen. Das ist der Monatstein vom Juni bzw. vom Sternzeichen Zwilling. Ich bin ja auch Zwilling. Und also ich trage die deswegen und auch, weil ich sie sehr hübsch finde. Und das sind diese ganz klassischen Silberstecker von Brigitte Bigil. Ich kann das nicht aussprechen. Brigitte, also kennt wahrscheinlich jeder. Werden uns wahrscheinlich auch alle in die Kommentare schreiben, wie man es ausspricht. Ich weiß nicht genau, mein Französisch ist auch nicht so gut. Also so ganz einfache Stecker sind das. Und ja, die trage ich eigentlich immer. Genau wie wie das Armband. Gut, dann mache ich mal bei meinen anderen Ohrringen weiter. Die habe ich schon einige Zeit und die mag ich auch total gerne. Das sind so silberne. Manche haben mir schon gesagt, das wird ein bisschen aussehen wie eine Büroklammer. Ich dachte es im ersten Moment auch. Und unten sind jeweils so kleine Steinchen dran, so silberne. Und ja, die sind schlicht, aber trotzdem auch schön, also schick. Und die trage ich halt auch wirklich sehr, sehr gerne. Hübsch, hübsch. Sind schöner, also ich mag Silber sehr gerne. Ja, ich mag eigentlich auch immer Silber lieber, aber in letzter Zeit habe ich auch ganz gerne ab und zu was Goldenes. Ja. Deswegen habe ich ja auch das jetzt hier. So irgendwie hat sich das so ein bisschen Hast du diese tolle goldene Uhr. Genau. Und deswegen habe ich auch hier ein silbernes, ein goldenes und ein bronzefarbenes mitgebracht, weil ich euch auch wirklich zeigen wollte, dass mir alles möglich gut gefällt. Ja, und ich habe dann auch noch meine Uhr mitgebracht. Ich habe, wie gesagt, meinen Standardschmuck, also was ich wirklich immer, immer, immer trage. Das ist meine Uhr. Die habe ich seit, schon mehr als 10 Jahre. Das ist so eine ganz klassische, meine Fossiluhr.
Und da musste sogar schon einmal das Glas gewechselt werden, weil es gesprungen ist. Aber sonst hält die wirklich super gut und ich bin super zufrieden damit. Und hin und wieder muss die Batterie ausgewechselt werden. Aber die habe ich schon lange und die trage ich auch wirklich fast jeden Tag. Und wenn ich sie nicht umhabe, dann merke ich schon, dass das Gewicht am Handgelenk fehlt. Ist das Ziffernblatt so ein bisschen bläulich? Oder? Ja, das ist so bläulich. Und das reflektiert das Licht auch so gelb. Und man kann hier diesen Ring außen kann man drehen. Ich hatte mal einen Tick, den habe ich dann immer gedreht, ja, aber das ist schon ein paar Jahre her. Ja, das war unser Schmuck. Ihr könnt uns ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch ein Lieblingsschmuckstück habt oder vielleicht auch drei Lieblingsschmuckstücke, ob ihr gerne Uhren tragt, ob ihr diejenigen seid, die täglich wechseln oder auch so wie Eva so ganz feste Lieblingsstücke haben. Schreibt uns das alles in die Kommentare, da sind wir wirklich gespannt. Und wenn ihr noch Vorschläge habt, welche anderen Top-3-Themen wir testen sollen, dann sind wir auch mal ganz offen. Genau, da freuen wir uns. Wir sind über jeden Vorschlag dankbar. Wenn ihr noch gute Ideen habt, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Und ja, sonst könnt ihr mal bei uns im Kanal vorbeischauen. Da findet ihr noch mehr Top-3-Videos und ganz, ganz viel Do-It-Yourself. Ja, und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!